Hallo geliebte Mitmenschen, ich sehe, ihr habt viele Kopfhörer in den Ohren. Doch ich möchte euch bitten, dass ihr einmal eure Aufmerksamkeit mir widmet, denn ihr seid geliebt und ihr seid wertvoll und das ist der Grund, warum ich aufstehe. Denn es gibt hier jemanden, der euch mehr liebt, als jeder andere euch liebt. Und sein Name ist Jesus Christus. Er ist der Sohn Gottes, der einen jeden von uns so sehr liebt, dass er sich eins gemacht hat mit all unserer Schuld und Sünde und unseren Platz eingenommen hat vor Gott. Jesus wurde bestraft, ja, er wurde ausgepeitscht, er wurde geschlagen, er wurde bespuckt und wurde eine Dornenkrone auf seinen Kopf gedrückt. Und Jesus sind Nägel durch seine Hände und Füße gegangen, damit durch seinen Tod am Kreuz zerstört ist, was uns von Gott trennt. Denn die Sünde, sie trennt uns von Gott. Geliebte Mitmenschen, wir lügen, wir stehlen, wir hassen und beleidigen einander, wir führen Kriege und wir versuchen uns selbst groß zu machen in dieser Welt. Doch im Leben geht es nicht darum, dass ich selbst groß werde. Ich kann mein Leben durch keine einzige Sorge verlängern und ich kann mein Leben auch nicht verlängern, indem ich viel Geld habe. Geliebte Mitmenschen, Jesus spricht, der Weg ist breit und die Tür ist wirklich groß, die in die Hölle geht. Und viele Menschen sind es, die dahin durchgehen. Aber der Weg ist schmal und die Tür ist eng, die in den Himmel geht. Und wenige sind es, die diesen Weg finden. Jesus sagt, ich bin der Weg für dich in den Himmel. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und niemand kommt zum Vater in den Himmel, als nur durch mich allein. Ich bin die Tür. Religionen, Menschenideologien, all das verschafft dir nicht Eingang in den Himmel. Aber der Glaube an mich, den Sohn Gottes, der ich für dich gestorben und von den Toten auferstanden bin, das wird dir das ewige Leben schenken. Nein, da hat sie gut recht, so ist vollkommen in Ordnung. Jesus Christus ist der Herr Gott. Sie sind auf mich und du wirst ein Balken über das Gesicht kriegen. Das ist überhaupt kein Problem. Aufgrund von Datenschutz respektieren wir deinen Freien. Aber Gott liebt einen jeden Einzelnen von euch. Und will nicht, dass auch nur ein einziger Mensch verloren geht. Nicht ein einziger Mensch soll in das Feuer der Hölle gehen. Deswegen hat er seinen Sohn für uns alle dahin gegeben am Kreuz in den Tod. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Das bedeutet, nicht in die Hölle geht, sondern das ewige Leben empfängt. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber nicht an ihn glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Der Mensch... Ja, natürlich, frag mich. Ja. Nimm die Bibel in die Hand, nimm die Bibel in die Hand. Das ist das Wort Gottes und schließ dir die Wahrheit auf. Gar kein Problem. Jesus liebt dich und Jesus liebt einen jeden Einzelnen von euch, dass ihr es ihm wert gewesen seid, am Kreuz zu sterben und an 3 Tagen von den Toten aufzuerstehen. Jeder, der Jesus in sein Herz hereinlässt und an seinen Namen glaubt, ja, glaubt an die Kraft, die in seinem Blut liegt. Der empfängt Vergebung der Sünden, das ewige Leben und die Gotteskindschaft. Gott segne dich, Gott segne dich. Jesus lebt, Halleluja. Er ist nach 40 Tagen, nachdem er von den Toten auferstanden ist, wieder in den Himmel aufgefahren. Und dort sitzt er jetzt zu Rechten Gottes des Vaters. Und von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten, einen jeden von uns nach unseren Sünden. Wir haben die von Gott gegebenen Gesetze gebrochen. Und was ist der Lohn für das Gesetzesbrechen, wenn wir hier im Land zum Beispiel Mord begehen würden? Wir würden ins Gefängnis marschieren. Gott ist auch gerecht und muss uns nach dem von ihm gegebenen Gesetz richten. Und er sagt, der Lohn für die Sünde ist der Tod. Deswegen sterben 10 von 10 Menschen. Und die gerechte Strafe ist ewig, so wie Gott ewig ist. Wir würden auf ewig von Gott getrennt im Feuer der Hölle brennen. Aber Gott ist auch gnädig und will uns vergeben. Und deswegen will er uns ein Geschenk in seiner Gnade machen. Nämlich das ewige Leben durch seinen Sohn Jesus Christus. Dass wir nicht brennen müssen im Feuer der Hölle. Dass wir nicht auf ewig getrennt sein müssen von Gott. Sondern in den Armen von Jesus mit ihm zusammen im Himmelreich mit ihm die Ewigkeit teilen können. Aber nicht nur erst im Himmelreich, sondern schon hier auf Erden. Denn der Satan, der gefallene Engel, der geht umher und trachtet einem jeden von euch nach dem Leben. Ja, Satan trachtet danach, euch mit sich in das Feuer der Hölle zu reißen. Jesus aber ist gekommen, um den Satan zu besiegen. Er ist gekommen, um euch das Leben in Überfluss zu schenken. Und jeder, der glaubt an den Sohn Gottes und sich mit seinem Mund zu ihm bekennt, der sagen kann, Jesus ist mein König, der wird gerettet werden. Er wird die Sohnschaft, ja die Tochterschaft empfangen, Gott zum Vater haben
Und dann wird er durch den Heiligen Geist freigesetzt werden, die Liebe zu leben, die Liebe zu Gott, die Liebe zu meinen Mitmenschen, die Liebe zu mir selbst, geliebte Mitmenschen. Das ist der Sinn des Lebens. Das ist der eigentliche Grund, für den wir erschaffen worden sind, um uns von Gott lieben zu lassen, seine Liebe zu erwidern und einander zu lieben wie uns selbst. Die Liebe ist der Sinn des Lebens. Und das Wort Sünde, das ihr aus dem kirchlichen Kontext kennt, ist nur ein anderes Wort dafür, das Ziel zu verfehlen. Das Ziel zu verfehlen, die Liebe zu leben. Die Liebe zu Gott, die Liebe zu meinen Mitmenschen, die Liebe zu mir selbst. Für die Liebe sind wir erschaffen. Und durch den Glauben an Jesus werden wir wieder in den eigentlichen Sinn des Lebens hineingesetzt. Nämlich die Liebe zu leben. In Beziehung mit dem zu leben, der mich erschaffen hat. In Beziehung mit meinen Mitmenschen zu leben. Indem ich sie nicht belüge, nicht bestehle, nicht hasse, nicht töte, nicht die Ehe breche. Sondern die Liebe lebe, Halleluja. So glaubt an den Sohn Gottes, der sich für euch hingegeben hat in den Tod. Und lasst euch taufen auf den Namen von Jesus Christus. Dann werdet ihr Vergebung der Sünden empfangen und die Gabe, ja das Geschenk des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist wird in eurem Leben sichtbar werden lassen. Liebe, Frieden, Freude, Güte, Sanftmut, Treue, Geduld, Freundlichkeit und Selbstbeherrschung. All das Gute wird in dem Leben eines Kindes Gottes sichtbar, wenn er neu geboren wird durch das Wort Gottes und den Geist Gottes. Die sündige Natur, den die Menschen vererbt worden ist von Generation zu Generation, sie wird entmachtet werden. Ja, sie wird entmachtet. Du wirst kein Sklave deiner sündigen Natur mehr sein müssen, sondern fähig sein, die Liebe zu leben. Halleluja. Wohin ich gehöre zu meinem Herrn Jesus Christus, der für uns alle am Kreuz in den Tod gegangen und nach 3 Tagen von den Toten auferstanden ist, damit wir wieder in die Beziehung zu Gott kommen können. Die Liebe, das Wort Gottes, mein Freund, und es ist sogar historisch bewiesen. Satan hasst dich, er hasst dich und er will dich mit sich in das Feuer der Hölle reißen. Aber Jesus liebt dich und hat dich strafen lassen für all deine Sünden, damit du Vergebung haben, das ewige Leben haben und die Gotteskindschaft haben kannst. Er will nicht, dass du in die Hölle gehst. Und ohne Jesus geht jeder unmittelbar nach seinem Tod in die Hölle. Das ist die Wahrheit. Und das ist der Grund, warum ich hier stehe. Weil Jesus an jeden von uns liebt und ich will, dass auch nur einer in die Hölle geht. Halleluja. Lasst euch von Jesus retten. Lasst euch von ihm retten. Lasst euch von ihm retten. Denn Jesus ist entweder euer Richter oder er ist euer Retter. Und ihr wählt ihn als euren Richter oder euren Retter. Halleluja. Wählt ihn als euren Retter. Halleluja. Nein, danke. Jesus hat mich gerettet. Ich hatte einen schwieriger Alkoholiker zum Vater. Durch den hatte ich eine posttraumatische Belastungsstörung davongetragen gehabt. Ich war durch viele Kinderheime. Ich war durch viele Kinder-Jugendpsychiatrie. Ich war kaputt am Boden. Ich war mit Alkohol. Ich war mit Drogen. Ich war auf der Straße. Und irgendwann war ich fast im Gefängnis. Halleluja. Und als mein Leben so ganz kaputt war, dann habe ich mich nach Jesus ausgestreckt. Und ich habe gefragt, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann bitte komm in mein Herz. Und Jesus ist in mein Herz gekommen. Und ich habe zu spüren bekommen, wie sehr Gott mich liebt, wie niemand sonst mich liebt. Und in gleicher Weise liebt er einen jeden Einzelnen von euch. Aber ihr entscheidet, ob ihr euch von Jesus richten lassen wollt nach seinem Gesetz, die habt ihr gebrochen und dafür in die Hölle geht, oder ob ihr euch von Jesus retten lassen wollt und glaubt, dass er für euch gestorben und auferstanden ist von den Toten und dem lebenden Sünde den Rücken kehrt durch die Taufe und aufersteht in die alten Beziehung mit Gott, nach der er sich mit euch sehnt. Denn jeder, der Jesus in sein Herz reinlässt und an seinen Namen glaubt, der wird von Gott das Recht, der die Vollmacht bekommen, ein Kind Gottes zu heißen. Gott bekommt hier zum Vater, den, der die Liebe ist, den, der allmächtig ist, den, der alles weiß und überall ist zu jeder Zeit. Wenn ihr glaubt an den Sohn Gottes, Halleluja. So lasst ihn in euer Herz, bekennt mit eurem Mund, Jesus ist mein König. Und lasst euch taufen zur Vergebung eurer Sünden. Und der Heilige Geist wird kommen und ihr werdet eins sein mit Gott, Halleluja. In Jesus Namen, Amen. Gott segne dich. Muslim wird in die Hölle gehen, aber Christ, er wird gerettet.